Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier zusammen mit Jan. Hi. Hi. Und zwar ist das Ganze eine 11-Meter-Challenge. Das Ganze haben wir auch bei Jan gemacht. Rechts und beim i verlinkt könnt ihr nach dem Video auf jeden Fall vorbeischauen, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Und da wir gerade zu der Zeit des Bundesliga-Samstag-Spieltags aufnehmen, werden wir ein kleines Bundesliga-Special machen, ja. Ich werde während des Aufnehmens auch bei Sky die ganzen Sachen gucken, weil wir da eben erwarten müssen, bis wir zum Elfmeterschießen kommen. Ich habe hier so eine App, eine Fußball-App. Da sind jetzt die ganzen Spiele untereinander aufgelistet. 1 bis 5. Der Jan wird mir jetzt eine Zahl sagen zwischen 1 und 5. Und je nachdem werden wir dann, ja, quasi eins der Partien uns raussuchen und uns dann die Mannschaft nehmen. Ich bin die Auswärtspartie hier. Ich bin immer der, der auswärts spielt, einfach aus dem Grund, da ich Bayern-Fan bin und Bayern heute an dem heutigen Spieltag auch auswärts spielt. Vielleicht kann ich die dadurch dann erwischen. So, du sagst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 5. Okay, 4. 4, das ist das Spiel Stuttgart gegen Dortmund. Heißt, du musst Stuttgart nehmen. Fuck. Du musst Stuttgart nehmen und ich Dortmund. Leute, ich kann das auch mal zum Beweis. So Leute, das hier ist der absolute Beweis. Vierte Partie hier ist Dortmund, beziehungsweise Stuttgart gegen Dortmund, ja. So, dann sind das die Teams, wir starten rein und... Hä, was? Was ist? Nicht nichts? Hört ihr nichts auf? Ach doch, jetzt. Nein, ich kann es nicht machen. Ah, doch, hast du gemacht. Habe ich es gemacht? Offensichtlich. Ey, die sind aber trotzdem fast genauso gut. Lol. Stimmt. Die sind sogar besser. Okay, ja, Leute, dann starten wir rein. Wir verändern dann den... Das ist einfach absolute Champions League. Die sind richtig krass. Ja, wir spielen auch das Champions League Finale, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wir spielen das Champions League Finale natürlich, um einfach so einen Preis zu haben, dass derjenige, der gewinnt, aber den Preis kriegt. Ja, ist geil. Wahrscheinlich hätte man auch DFB-Pokal nehmen können, ne? Ja, vielleicht schneide ich das raus und wir nehmen beim letzten Spiel den DFB-Pokal. So Leute, da sind wir am Start hier beim Elfmeterschießen. Wir gucken gleich auch nochmal, vielleicht machen wir das sogar im DFB-Pokal, dass wir am Ende den DFB-Pokal gewinnen, weil das würde eigentlich mehr Sinn ergeben bei der Bundesliga-Challenge hier. Ja, wir sind natürlich wie bei Jans Kanal nur die Torhüter, die wir auf Position 6 gepackt haben. Heißt, wenn wir gut halten, beziehungsweise eben alle reingehen, dann kann es sein, dass wir selber schießen müssen. Komm schon, Gomez. Ja, boah, was ein schlechter. Ich bin aber auch nach rechts gesprungen. Mega nice. Leute. Reus. Komm, hau ihn rein. Was? Gibt's doch nicht. Komm. Beide schon verschossen, was ist das? Nein. Jawohl. Fuck. Bitte, du musst jetzt treffen. Witzel, Alter. Wer ist das, ey? Nein! Oh, nee. Das war schon richtige Ecke. Das kann's doch nicht sein jetzt. Ich bin wieder nach rechts. Yes! Alter, was ein schlechter Elfmeter. Der war am besten jetzt von allen bisher, muss ich schon sagen. Ja, aber... Die haben alle richtig eingeschissen. Komm, Gomez. Gomez vor allem. Götze. Ja, Gomez. Gomez, jawohl! Götze, yes. Komm, jetzt ist wieder 1-1. Oh mein Gott, der nimmt so weit Anlauf, das kann nicht gut gehen. Es geht gut. Alter. Leute, ich habe übrigens noch Red Bull Sachen an hier von F1. Ist gar nicht gesagt. Yes. Wir haben gerade F1 aufgenommen. Auf jeden Fall geil. Bartstuber, komm, du bist so absolut scheiße, oder? Ja, oh, er ist tatsächlich absolut scheiße. Falsche Ecke und er haut ihn trotzdem daneben. Fuck. Oh mein Gott. Komm. Pisscheck. Ja, wenn du hältst, dann schießen wir. Wenn er trifft und du daneben springst, dann ist es vorbei. Ja, richtige Ecke, trotzdem drin. Ja, jetzt können wir wieder eine gefühlte halbe Stunde warten. Was heißt gefühlt? Das ist wirklich eine halbe Stunde. Ja, zweites Elfmeterschießen. Wir müssen aber jetzt erstmal die Teams auswählen. So Leute, da sind wir am Stadion. Es gibt natürlich DFB-Pokal-Finale hier. Da klicken wir jetzt mal drauf. Heißt, wir machen das jetzt doch im DFB-Pokal und nicht in der Champions League. Also ein bisschen Verwirrung hier am Start. So, du darfst wieder eine Zahl zwischen 1 und 5 sagen. Außen natürlich die 4, Leute. Ich bin gespannt. Ich wähle die 1. Du wählst die 1. Da kommt der Beweis. Warte mal, Leute. So, Leute. 1 hast du gewählt. Das ist Nürnberg gegen Hoffenheim.
Du hast Nürnberg schon angewählt. Oh. Das war, du wusstest es. Ich bin so krass. Du wusstest es einfach. Ja, da ist es jetzt auf jeden Fall schon ein Unterschied. Ich bin gespannt. Also für dich läuft es nicht so gut. Die Auswärtsteams sind, glaube ich, alle besser. Bis auf... Danke sehr. Ja, nee, Leverkusen ist ein bisschen besser. Augsburg ist auch nicht schlecht, die spielen auch daheim. Mal gucken, was das dritte Spiel wird. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich das gesamte Elfmeterschießen, die gesamte Challenge gewonnen. Aber, Leute, der letzte Sieg zählt natürlich, der kriegt den Pokal. So, Leute, da sind wir wieder am Start. Jetzt das Spiel, wie gesagt, Nürnberg gegen Hoffenheim. Und natürlich im DFB-Pokal. Ja, wie gesagt, wer jetzt gewinnt, hat quasi die ganze Elfmeter-Challenge gewonnen. Aber den Pokal kriegt natürlich trotzdem der, der als letztes dann gewinnt. Also bin ich gespannt, wer dann nochmal gewinnt. Ah, Baumann haben wir, Baumann bei mir in dem Fall. Aber die Torhüter, meiner kommt nie ganz in die Ecke, Mann. Die Torhüter haben wir auf jeden Fall wieder auf Position 6 gestellt. Yes! Komm! War wieder dieselbe Ecke, meint das wieder hingekommen. Ja, 2-0. 2-0. Du hast ja richtig geleckt bei mir, what the fuck, oder? Nein, der Pisser. 2-1, ja, wenn du jetzt hältst, ist noch alles offen. Wenn nicht, dann wird's echt eng. Ah, okay, es wird echt eng. Ja, wenn ich jetzt halt oder ihn verschieß, dann hatte ich die Elfmeter-Challenge. Ja, gewonnen, aber Pokal, im Pokal geht's ja eigentlich. Und man sieht das in FIFA 19 wirklich nicht mehr so krass, wo die hinschießen. Nee, also, das ist echt schwierig. Man sieht das eigentlich gar nicht mehr. Das ist. Vorher konnte man wirklich bei den Bots ja sehen, wo die ungefähr so hingucken, aber jetzt ist das. Oh! Shit. Alter! Aber jetzt ist das eigentlich fast gar nicht mehr so. Also, ich würde fast sagen, so, das ist eher weg, das ist mehr Zufall. Die gucken auch woanders hin, wo sie. Und dann schießen woanders hin. Oh! Jetzt wird es richtig eng nochmal. Leute, wir haben auch schon zu FIFA 18 haben wir ja schon Elfmeterschießen gemacht. Wir machen auch in FIFA 19 noch mehr. Wer nichts verpassen will, einfach mal abonnieren. Kostenlos natürlich. Jetzt wird's eng. 3-3. Einen muss ich noch halten. Muss auf jeden Fall halten. Wir haben gewonnen. Okay. Insgesamt habe ich gewonnen, aber... Hättest du nicht gehalten und nicht den danach. Nee, also... Ich habe ja am Anfang gleich gut gehalten. Also, Leute, egal. Wir machen jetzt das letzte Spiel. Unbedingt dranbleiben, denn wer jetzt gewinnt, bekommt natürlich den Pokal. Das zählt fast mehr als der gesamte Sieg hier, Leute. So, Leute, die Halbzeit ist in echt auch rum. Wir machen jetzt das letzte Spiel. Und du sagst wieder eine Zahl zwischen 1 und 5. Und wie gesagt, 1 und 4 natürlich nicht. Dann wähle ich die 3. Die 3, dann hast du mal einen Vorteil, denn dann bist du Leverkusen und ich bin Hannover. Ey. Also ist relativ ausgeglichen, Leverkusen ist, denke ich, ein bisschen besser, definitiv. Ja, dann bist du mal die bessere Mannschaft, ja. Zweimal habe ich schon gewonnen, wenn du jetzt gewinnst, holst du halt den Pokal. Ich bin gespannt. So, Leute, letztes Spiel, jetzt geht's um den Pokal, ja, ich bin gespannt. Hannover gegen Leverkusen, what the fuck. Hannover gegen Leverkusen, ja, Torhüter mal wieder auf Position 6, wir haben bisher heute noch nicht geschossen, noch nicht selber geschossen, nur gehalten, mehr oder weniger gut, und ich bin gespannt, jetzt hast du mal das bessere Team und auch direkt den ersten Ball drin, das kam bisher auch selten vor. Komm, er nimmt richtig Anlauf, Füllkrug, bitte, bitte, ich hatte den sogar in meinem Ultimate Team am Anfang, yes. Nice, richtig nice. Ich kann das wirklich nicht mehr so einem Kopf drauf gucken, wo die hinschießen. Ja! Ja! Einen gehalten schon mal. Die halbwegs gute Ausgangslage. Du sagst gar nichts mehr. Alter, der hat die ganze Zeit nach links geguckt. Man kann wirklich nicht mehr aufschießen. Du einfach die ganze Zeit und ich höre dich nicht. Das kann natürlich auch sein. What the fuck? Hallo? Hey, habe ich gerade irgendwas mit meinen Kopfhörern gemacht? Warte mal, drück mal auf Pause oder so. Ja! Hallo? Ich habe einfach meine Kopfhörer irgendwie rausgerissen und merk's nicht. Hi! Jetzt höre ich dich. Ah, es war natürlich jetzt ein bisschen unfair, aber sorry Leute, ich habe anscheinend echt meinen Kopfhörer einfach rausgerissen. Alter, war das dumm. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht irgendwie überredet oder so, also so währenddessen gequatscht. Redest du jetzt wieder nicht, oder? Nein, also ja.
No! Alter. Ich wollte schon Nein sagen und hab dann gesagt, oh, weil ich dachte, du hast ihn. Mir los. Dachte, du hast ihn. Dass der, wenn ich ihn jetzt halt oder ihn verschieße, dann habe ich gewonnen. Ja! Yes! Ja, dann weg von meinen Spielern, Alter, da kenn ich nichts. Leute! Der letzte Elfmeter in diesem... Wie kann man so ja, den Scheiß machen? Der letzte Elfmeter in diesem Spiel ist so einer. Und das ist der Pokal hier für Hannover 96. Das ist der Pokal für uns, für mich. 3:0 habe ich dich hier besiegt. Du hast kein einziges Mal gewonnen. Kann man auf jeden Fall mal machen, Leute. Ja, wie gesagt, wenn ihr neu da auf meinem Kanal seid, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das Ganze natürlich auch gerne bei Jan, also kostenlos abonnieren bei Jan, beziehungsweise das Video gucken von ihm, rechts von meinem i verlinkt. Ja, ich bin gespannt, was wir da so machen. War auf jeden Fall auch cool. Das war ziemlich cool. Also könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, haben wir schon aufgenommen. Hier, die feiern sich jetzt den DFB-Pokal hier. Den müssen wir jetzt noch in die Lüfte heben. Irgendwie war es nicht so mein Tag heute beim Öffnen. Irgendwie war es nicht so dein Tag, ja. Aber das ist auch, man kann es wirklich nicht mehr erkennen. Oder hast du den Tag, den du das erkennst, wo die hin? Nee. Oh, guck mal, der hat richtig geil seine Arme im Pokal. Ja, stimmt, Alter. Ich habe tatsächlich auch keine Taktik, also ich erkenne das auch nicht. Also ich bin so eher so, wie oft die in die Ecke schießen. So beim ersten Elfmeter ist halt komplett Glückssache. Ja. Beim zweiten eigentlich so spekulativ dieselbe Ecke, die er beim ersten benutzt hat. Und dann halt musst du so abwägen halt einfach. Es ist, aber ich habe keine Taktik. Es ist einfach so abwägen, so, ja, ist er da schon mal, hat er da schon mal hingeschossen oder nicht? Und dementsprechend springe ich dann. Also ich gucke gar nicht drauf, wo die jetzt hingucken oder nicht. Also das ist komplett random. Gut, das war's von diesem Video. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.